Die Grizzlies aus Wolfsburg empfangen am 41. Spieltag als Tabellenzwölfter die 9. die Eisbären Berlin. Die hatten zuletzt 5 Niederlagen in Serie kassiert, unter anderem auch Sonntag vor einer Woche 2:4 an gleicher Stelle in der Eisarena Wolfsburg. Stefan Richer in seiner Amtszeit seit Dezember 11 Spiele, 8 Niederlagen. Das sollte sich ändern, aber die Grizzlies in den orangen Trikots legen gut los. Dehner trifft die Bande hinterm Tor, dann kommt die Scheibe zurück und Spencer Machacek, der hat in den letzten 2 Partien 3 Tore erzielt, trifft hier nur den Pfosten. Guter Auftakt von Wolfsburg, Berlin aber sehr gut drin in der Partie. Backman auf Aubry und dann was Besonderes. Maximilian Adam mit dem 1:0. Sein allererster DEL-Treffer in der Karriere. Fährt einfach mal auf gut Glück mit nach vorne und überwindet Jerry Kuh, der etwas überraschend den Vorzug bekam vor David Leggio, der beim 7:0 in Nürnberg am Freitag einen Shutout feierte. Wolfsburg um eine Antwort bemüht und sie bekamen sie. Fast postwendend. Der Schuss schwer zu sehen für Maximilian Franzreb, der den leicht angeschlagenen Kevin Poulin vertrat. Geht an den Pfosten und dann steht nach dem Schuss von Uwe Krupps Sohn Björn Krupp Petr Pohl genau richtig, um zu vollenden. Sein 4. Saisontor, alles wieder auf Anfang. Aber die Eisbären mit dem guten Auge und dem 2:1. Ein genialer Pass von Sean Backman auf den Kapitän für das heutige Spiel, auf Mickey Dupont. Sein 3. Saisontor, glänzt ja sonst eher als Vorlagengeber. Dupont, Kapitän für Rankel, der verletzt ausfiel, wie 7 weitere Eisbären. Insgesamt 7 U23-Spieler für die Berliner am Start. Hans Kossmann unzufrieden mit seinen Grizzlies in der ersten Drittelpause. Musste er die richtigen Worte finden. Jerry Kuhn etwas unorthodox dann gegen die Berliner, die das Ergebnis verwalteten, aber eben nicht zu weiteren Toren kamen. Und so auf einmal die Chance für Wolfsburg zum Ausgleich. Daniel Spar, der Topscorer mit der erneut starken Reihe Spar, Welch und Machacek, scheitert hier an Maximilian Franzreb, der ein gutes Spiel machte. Berlin blieb vorne, auch nach dem 2. Drittel mit 2:1, aber Stefan Richer hätte sicherlich gerne gesehen, dass seine Mannschaft dann auch mal wieder ein weiteres Tor erzielt. So, Wolfsburg intensiver, besser im 3. Drittel und belohnt nach dem einzigen Fehler von Maximilian Franzreb, der hier die Scheibe etwas nach vorne abprallen lässt von Höhenleitner. Und dann hat er noch Pech. Der Schuss von Möchel geht ihm durch die Schoner. 2:2, zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt verdient, aber die Grizzlies intensiver, besser im 3. Drittel. Dieser Schuss von Bergman belegt dafür. Franzreb mit Glück, der ging an die Latte. 1:19, alles stellte sich so langsam auf die Overtime ein. Dann aber wieder die Reihe Welch, Machacek und Spar auf dem Eis. Und Machacek jubelt gegen seinen Ex-Verein. Das 4. Tor in den letzten 3 Partien. Klasse herausgespielt von Welch. Das 3:2, die Entscheidung. Die Eisbären im ganzen 3. Drittel nur mit 2 Schüssen aufs Tor. Sie kamen nicht mehr zurück. Wolfsburg feiert den 3. Sieg in Folge. Machacek der Gamewinner. Und anschließend im Interview zufrieden mit einem sehr jungen Magenta Sport Zuschauer auf seinem Arm. Leon. You know, they played really hard. They're shorthanded. We've done that all year, playing shorthanded. But, you know, it was a hard game. They played really hard, and any team could have won that today. It was nice to come out, though, with the win, and especially in regulation time. Naja, bei dem 2:2 sehe ich nicht ganz so glücklich aus. Lass ich den nach vorne prallen und dann schießt er mir durch die Beine. Na gut, das passiert, aber wir haben es nicht mehr geschafft, wie im 1. und 2. Drittel richtig vors Tor zu kommen und unsere Rebounds zu nehmen. Am Ende, glaube ich, hat uns auch die Kraft gefehlt, aber so ist das nun mal. Wolfsburg feiert zum ersten Mal in dieser Saison 3 Siege am Stück. Das zarte Pflänzchen Playoffs wächst vielleicht doch noch bei den Grizzlies. Und die Eisbären, 6. Niederlage in Serie, wieder keinen Punkt mitgenommen. So langsam wird es eng in Sachen Playoffs.